Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt's die Weekend League Belohnungen. Ich habe letzte Woche Gold 3 erreicht und da drücken wir einfach mal drauf und holen uns das ganze Ding jetzt ab. Ich werde dieses Mal aber nicht nur meine Packs öffnen, sondern auch die von Florian. Das ist ein Abonnent und der hat mir einfach mal seine Packs zur Verfügung gestellt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, welchen Rang er erreicht hat, aber da können wir auf jeden Fall seine Belohnungen dann auch abholen und ich denke mal, das ist ziemlich nice. Also danke an dich, Florian, und falls ihr wollt, dass ich eure Packs in einem Video öffne, dann müsst ihr einfach nur eure Accountdaten senden per Snapchat und keine Angst, ich mache da auch wirklich nichts. Ich werde einfach alle Spieler und Objekte in den Verein geben, dass da auch wirklich nichts schief läuft. Und dann würde ich sagen, wir haben hier zwei 35k-Sets, ein 50k-Set und wir drücken einfach mal drauf und hoffen, dass wir im ersten Pack was halbwegs Gutes bekommen. Sieht leider nicht so aus. Es ist Reed, glaube ich, oder Raid, keine Ahnung, wie man den jetzt ausspricht, und vielleicht sonst irgendwas Gutes. Ah, Lemar. Ja, ansonsten leider keine gute Karte. Samaris können wir abstoßen und dann kommen wir auch direkt schon zum nächsten 35k-Pack. Wir drücken drauf. 3, 2, 1 und go. Come on. Vielleicht ein Walkout. Leider nicht. Eine Special Card. Oh mein Gott. Das ist ein 84 Plus. Es ist Götze. Mit einem 84er Rating. Okay. Ja, geht so, geht so. Immerhin ein 84er Spieler, sage ich jetzt einfach mal. Son als Tottenham Spieler ist vielleicht auch noch, ja okay, ist nichts wert, das nehme ich direkt mal wieder zurück. Wir geben wieder alles in den Verein und dann kommen wir jetzt auch schon zum 50k-Set und dafür setzen wir uns den Packlercode auf. Und zwar könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, FIFA 16, mit diesem Packlercode habe ich Gareth Bale in Form gezogen. Vielleicht steht uns das Glück jetzt wieder bei und wir drücken einfach mal drauf. Mit der Nase auch noch. 3, 2, 1 und go. Und es ist kein Walkout, vielleicht eine Special Card. Das ist wieder ein 84 Plus Spieler und das ist Sommer. Shit, das ist leider nicht so gut. Ein 50k-Set und leider nur Sommer. Also das hätte auf jeden Fall besser laufen können. Moutinho noch am Start, Julian Garcias. Ah, Casemiro. Das ist leider kein Pack, was ich mir so erhofft habe. Aber vielleicht wird es ja beim Florian besser. Hoffen wir einfach mal. Hoffen wir einfach mal das Beste. Den stellen wir jetzt einfach direkt überteuert drauf. Überteuert verkaufen geht natürlich immer noch ganz gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Account von Florian rüber und wir sehen uns gleich. Jungs, ich habe gerade probiert, mich einzuloggen. Das funktioniert aber nicht, weil der Florian, glaube ich, einen Tippfehler reingehauen hat in seine Daten. Also Florian, an dich, bitte schick mir das nochmal korrekt. Vielleicht kann ich dann noch ein Video aufnehmen, aber das wird sich, denke ich, zeitlich dann auch nicht mehr ausgehen. Aber ja, Freunde, das waren auf jeden Fall meine Weekend League Belohnungen. Falls ihr sowas öfter sehen wollt, die Weekend League Belohnungen, lasst den Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, was ist auch schon mit dem Video? Check gerne noch die Beschreibung ab. Dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.